Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft. Ja. Mit dem X-Master. So. Und mir, dem Shorty. Gut, dann machen wir da weiter, wo wir vor dem Essen aufgehört haben. Tschüss. Ich wollte jetzt nämlich dann zum Mine gehen. Und ich wollte, glaube ich, die Hürde anschauen, ja, da. Ach so, okay. Von Weitem sah das halt ein bisschen komisch aus da mit dem Glas, aber ein bisschen Grafikprobleme. Ja, bin schon wieder Level 24. Passt. Und Level 9. Gut. So, jetzt schauen wir uns das gerade mal an, wie das aussieht mit diesem Fisch. Ah ja, das passt doch. Doch, lass uns gut. Cool, ey. Also, auf in die Mine. Was man dann auch mal machen sollte, ich weiß ja, eine Kuhweide machen. Ja, das wäre irgendwann mal nicht praktisch angebracht. Aber ich brauche jetzt erstmal genug Eisenerz. Dafür habe ich meine wunderschöne Mine. Nimm mal die Fackel mal mit. Ganz fackelgeil, weißt du? So. Dann, was ist hier unten? Gar nichts. Wow. Cool. Cooles Ding, was soll ich sagen. Ja, wir sehen. Aber jetzt glaube ich auch schon gar nicht ab. Das hier bloß Fackeln ohne Ende. So, passt. Eisen, auf geht's. Irgendwie fällt mir das nicht so ganz mit dir drin. Da bin ich noch nicht zufrieden damit. So, in the rain. Hey, wenn in der deiner Mine Schiene findest, gell, kann ich ja gleich mitbringen. Bin schon dabei. Gut. Kann ich Gedanke lesen, oder? Ja. Gehört zu meiner Grundausbildung als Magier. Zu deiner Grundausbildung als X-Master, hä? Mhm. So. Oh, schon wieder eine Riesenkohle, aber. Hm.
Langsam wäre es dann doch mal wieder schön, wenn sie aufhören würde. Was, die Kohleade? Ja. Okay. Du müsstest jetzt 37 Kohle aus einer einzigen Ader. Das ist schon brutal wie viel Kohle du in einer Ader hast, weißt du? Mhm. Das ist echt heftig. Immer den Ressourcen hinterher. So. Losen. Und noch mehr Kohle. Und jetzt auch die Minecart mit Goldbarren. Aha. Finde ich so ein Minecart, ist auch nicht schlecht. Autsch. Meine Truhe ist schon wieder voll. Da ist noch mehr Eisen. Dann schauen wir doch mal, wo wir da einen Garten anlegen. Obstgarten. Wie auch immer. Jetzt hier mal raus, das ist ein bisschen arg scheiße. Und die geht natürlich nahtlos in die Zombiehöhle über. Schauen wir doch mal. Nee. Ich würde fast sagen, wie der Donner und der Diebel. Müssen wir mal schauen, wie ewig das ist. Da ist nichts da. Ne? Oh, es regnet schon wieder. Oh je. Ich würde sagen, dass man das da Hanne hinmacht, oder? Ne? Ja, das ist doch eigentlich ideal. Dann fangen wir mal an mit Abholz ein bisschen. Gut, ich habe schon Slice.
gut. Die wäre eigentlich besser, fällt mir gerade auf. Und die Höhlen wurden größer und größer. Ist jetzt schon wieder Nacht, oder was? Glaub schon. Bin schon fast wieder auf Diamanthöhe. Da will ein Enderman was. Sure. Glaub schon. Ja, der wollte was. Dann mal wieder eine Mine. Hey, ich sag nix. Kannst machen, was du willst. Gut, es war jetzt vielleicht nicht so die taktisch klügste Entscheidung, mit noch zwei Herzen und Enderman anzugreifen, aber. Jetzt wisst es natürlich die Zuschauer, gell? Ich hoffe jetzt einfach drauf, dass da in der Zwischenzeit nicht allzu viele Monster gespawnt sind. Normalerweise haben wir gut ausgeleuchtet. Bei mir hat sich gerade auch ein Enderman rumteleportiert. Aber ich weiß ehrlich gesagt leider nicht mehr, wo der ist. Leider. Reaper! Sie nicht angreift. Bumm. Ja, die Landschaft angepasst, ne? Das mag ich an Enderman. Wenn du sie nicht angreifst, greift sie dich auch nicht an. Genauso in. Genauso im Nether wie mit den Pigmans. Ja. Mit dem kennst du dich ja bestens aus. Ja, ja. Unser Shorty hier hat eine richtige Liebesbeziehung zu diesem Pigman entwickelt. Er ist wahrscheinlich der einzige Charakter, den sie auch so angreifen, sobald er in Never kommt. Hä? Ach so, da unten sind die. Ich verstehe.